Liebe Zuschauer, Weihnachtsshopping 2019. Wir sind beim Funkhaus Küchenmeister in der HGD und wir werden begrüßt von Harold Maron. Moin. Moin, moin. Herzlich willkommen. Harold, ihr seid immer noch ein Geschäft hier in der Innenstadt. Ihr haltet durch. Alles ist irgendwie immer gut und ihr macht immer viel Neues. Natürlich. Alles wird besser. Unser Service immer gleichbleibend gut. Und wir haben uns was Neues ausgedacht. Yeah. Das sieht man hier sofort, weil fürs Funkhaus Küchenmeister völlig untypisch die letzten 89 Jahre keine Kühlschränke, keine Kaffeemaschinen, aber jetzt baba, alles neu. Darüber sprechen wir. Das heißt, in 2020 werdet ihr 90 Jahre, so lange gibt es euch schon, der absolute Wahnsinn. Ja, meine Großmutter und mein Großvater haben das mal gegründet. Ich bin noch nicht 90, aber ich mache das auch schon eine ganze Weile. Und ja, nächstes Jahr 90 Jahre. Wow, na, da sind wir doch bestimmt nochmal dabei und gratulieren. Ne? Aber jetzt, liebe Zuschauer, Sie haben es bestimmt schon gesehen im Hintergrund. Es gibt wirklich, ja, neue Ware, ihr habt neue Sachen im Sortiment aufgenommen. Das heißt, ihr habt euch wirklich jetzt erweitert und bietet genau was an. Was sehen wir hier? Die sogenannte weiße Ware. Wir hatten so lange sogenannte braune Ware, das heißt Radio, Fernsehen, Tonmechanik. Und jetzt weiße Ware, heißt Kühlschränke, Kaffeemaschinen, Staubsauger, alles das, was das so komplett abrundet. Mhm. Ja, wir wollen unsere Kunden komplett bedienen. Das konnten wir jahrelang nicht so, weil unsere Geschäfte ein bisschen zu klein waren, weil wir das nicht so abbilden konnten. Mhm. Jetzt aber neu Kaffeemaschinen mit Service. Wir wollen also auch den Service komplett für die Sachen, die wir verkaufen, übernehmen. Mhm. Jede Kaffeemaschine wird bei uns mit 5 Jahren Garantie ausgestattet werden. Kühlschränke und Waschmaschinen, genau das Gleiche. Da gibt es mittlerweile aber auch Garantiedienste und so weiter von den Herstellern. Also das ist abgesichert. Aber wenn ich mir jetzt hier einen Kühlschrank kaufe, dann kommt ihr, würdet ihr auch zu mir kommen, den bringen und installieren? Oder wie muss ich mir, ja, oh Gott, da regt mich allein schon die Frage auf. Ja, also tut mir leid. Ne, also bitte, ne, wir sind hier im Funkhaus Küchenmeister, ne? Service mit Herz. Und ja, das ist natürlich selbstverständlich. Ne? Den Service bieten wir. Ja, klar. Und das heißt, die Nachfrage ist dann auch da? Also ich habe vorhin, als wir reinkamen, habe ich schon gehört, da hat sich gerade jemand interessiert für einen Kühlschrank. Ja, ja. Also man muss sich wundern, ich hatte ich auch nicht gedacht, aber die Nachfrage ist super. Wir haben viel Kundschaft, vielen Dank dafür, seit Jahren. Und diese Kunden, die wollen natürlich auch jetzt komplett bedient werden. Und wir haben schon gut Geräte verkaufen können und das macht auch richtig Spaß. Mhm. Ja. Okay, aber natürlich nach wie vor, das ist ja auch wichtig, habt ihr die hochwertigen Sachen dabei, die Fernseher, die Bose, Bang & Olufsen, Kopfhörer, alles Mögliche, was es hier gibt, also was man sich auch ja, schenken lassen kann. Ja, selbstverständlich. Also dieses Jahr total in Bluetooth-Kopfhörer, schöne kleine Radios, ne, auch noch mit CD, Hi-Fi, ne, Surround, ja. Aber im Kaffeemaschinen auch, ne? Das kommt auch. Ne? Du mit den Kaffeemaschinen. Ich glaube, ich brauche noch eine Kaffeemaschine. Ja, wir können ja mal sein. Ein Stück auch mal rübergehen, liebe Zuschauer. Wir gucken uns jetzt noch mal eine Kaffeemaschine etwas genauer an. Und zwar sind das ja echt so eine krassen Hightech-Teile jetzt. Ne? Also vielleicht können wir mal kurz auf die hier so drauf eingehen. Also da ist sogar, da muss ich noch nicht mal lesen können, sondern das zeigt mir jetzt alles an. Ja, das ist eine Siemens-Kaffee-Vollautomat. Und wenn ich hier an diesem Rädchen drehe, dann sagt er mir, was ich möchte oder kann ich mir aussuchen, ne? Kaffee Crema und Cappuccino und Latte Macchiato und so weiter und so weiter. Ne? Ich schütte hier oben nur meinen Kaffee rein und unten kommt das super raus. Ne? Das ist schon toll. Was ich total cool finde, liebe Zuschauer, hier kann man so ein Profil erstellen. Also da könnte ich jetzt meinen Namen eingeben, Christina, und könnte dann abspeichern, wie ich am liebsten meinen Kaffee trinke. Und dann drücke ich da einfach nur noch rauf und dann kommt mein spezieller Krischi-Kaffee raus. Hier ist auch schon eine... Ah, hier, ja. Profil Harold. Ich heiße zufällig Harold. Es könnte damit zusammenhängen, dass das auch hier eingespeichert wurde. Also das geht wunderbar. Ich muss nicht jedes Mal neu wählen, sondern ich drücke da mein Profil rein und dann kommt mein Kaffee raus. Das ist natürlich toll. Genau. Du hattest gesagt, hierfür dann auch 5 Jahre garantiert. Also wenn irgendwas ist, dann kann ich nochmal zu euch kommen und sagen, das geht nicht. Ja, ja genau, weil so eine Kaffeemaschine, die hat ja auch ein bisschen Stress und muss ein bisschen gut funktionieren jeden Morgen und jeden Abend. Und ja, nach 5 Jahren, da kann schon immer mal ein bisschen was passieren und den Service bieten wir dann komplett an. Okay. Gut, und auch natürlich, wenn Sie sich informieren wollen, liebe Zuschauer, kommen Sie einfach rein. Gibt es auch einen Kaffee dann hier vor Ort? Dann? Selbstverständlich. Ne? Wir haben hier hinten Becher und Tassen, alles. Ja, kommen Sie gerne hierher. Wir freuen uns über Ihren Besuch. Ne? Man möchte ja auch mal testen. Ne?
schmeckt das? Ne? Stimmt das alles so, was wir euch erzählen hier? Aber das ist tatsächlich der Fall. Ja. Ja. Harald, du bist natürlich viel unterwegs, also bei den Kunden. Aber hat man auch mal eine Chance, dich hier nochmal anzutreffen? Ist ja vielleicht auch für viele Wismarer nochmal wichtig, dich nochmal zu sprechen. Ja, natürlich. Ich bin ziemlich oft hier, auch öfter mal in Schwerin. Aber ich bin hier für jeden Kunden sofort greifbar. Und wenn ich nicht da bin, dann besuche ich sie auch gerne mal zu Hause, wenn es da irgendwelche Fragen gibt. Ne? Wie gehabt. Ne? Ich komme ja aus dem Kundendienst, habe 87 angefangen hier als Chef und war immer auf Kundendienst unterwegs, viel bei den Leuten. Und ja, das ist einfach Service mit Herz, ne? Zum Anfassen. Das jetzt auch noch die Highlights für Genießer, liebe Zuschauer. Und wenn Sie mal Probleme haben, Wismar TV zu finden, dann kommen Sie einfach auch hierher, kaufen sich einen neuen Fernseher und dann kommt ihr und stellt auch gleich Wismar TV ein. Selbstverständlich. Ne? Wenn es so sein soll, dann auch auf Programmplatz 1. Ne? Ja? Natürlich. Alles möglich, selbstverständlich. Okay. Ne? Ja. Gut, liebe Zuschauer, also Sie sehen, Sie werden hier wirklich ganz herzlich empfangen und wir möchten Sie natürlich auch nochmal hierher locken, dass Sie sich alles anschauen können. Und wir haben ja eine Verlosung, natürlich wie immer beim Weihnachtsshopping. Harald, was wollen wir verlosen? Ein tolles Radio von der Firma Sonoro. Du hast da was vorbereitet. Wollen wir es mal zeigen vielleicht, dass du es einmal hier vorholst? Die Dinger sind total in, oder? Ja, also das ist ein ganz tolles Ding. Wir haben ja jahrelang UKW-Empfang und jetzt gibt es DAB, jetzt gibt es Bluetooth und so weiter und so weiter. Und das bildet dieses Radio alles komplett ab. Das ist das im Kleinformat, das gibt es mit Internet, mit allen Möglichkeiten. Und wir haben hier sogar eine Lampe dran, so für den Nachttisch, ne? Leuchtet auch. Gibt es mit Akkubetrieb. Mhm. Ne? Sonoro ist eine deutsche Firma und die bauen ganz tolle Radios. Ne? Wir haben im Schaufenster, das findet auch viel Beachtung, alle Typen stehen mit CD und mit Stereo und alle Möglichkeiten. Lassen sich da gerne beraten und inspirieren, gibt es in allen Farben. Und wir wollen hier so ein kleines, schönes, süßes Sonoro verlosen. Das ist total schön. Welchen Wert hat das ungefähr? 250 Euro, ja, 249. Genau. Also liebe Zuschauer, das jetzt nochmal beim Weihnachtsshopping, der absolute Wahnsinn. Also machen Sie mit, ich weiß ganz genau, unser E-Mail-Postfach ist jetzt schon voll. Und liebe Zuschauer, müssen wir uns folgende Frage beantworten. Und zwar möchten wir wissen, wie alt wird denn das Funkhaus Küchenmeister im nächsten Jahr? Das haben wir gesagt. Wie viele Jahre? Wenn Sie gut aufgepasst haben, dann schicken Sie uns gleich eine E-Mail oder rufen Sie uns an. Wir drücken Ihnen natürlich die Daumen und die Gewinnerin oder den Gewinner schicken wir dann hierher. Zu Harald, du bleibst einfach genau so hier stehen mit dem Radio in der Hand und kannst dann den Gewinn übergeben. Das mache ich sehr gerne. Ja, gut. Ja. Harald, ich danke dir und wir wünschen euch natürlich auch alles Gute, dass es gut funktioniert mit euren neuen Sachen, die ihr anbietet und eine schöne Weihnachtszeit. Ja, wünsche ich Ihnen auch, liebe Kundschaft, herzlichen Dank für alles und toi, toi, toi. Danke.